So, es ist wieder Rohkost-Potluck-Zeit. Und es ist jetzt das erste Mal, dass wir in einem Kung-Fu-Center oder beim Andreas hier zu Gast sind. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, ja, wie heute die Location wird, wie heute die Stimmung wird. Ist ja jedes Mal anders. Und ja, ich würde sagen, wir legen mal los und ich nehme euch wie immer mit. So, jetzt gehen wir mal rein, mal sehen, wie es hier aussieht. Das ist übrigens der Pascal, hat auch einen YouTube-Kanal. Warte. Hört man mich? Es ist zu spät. So, wir sind ja in einem richtigen, quasi Hauseingang. Das ist der Andreas hier. Hallo, hat uns ja eingeladen. Komm erstmal um die Kurve und dann schaut's mal. Um die Kurve? Das kommt gleich. Ganz glatt, ist auch nicht zum Tanzen gedacht. Doch, ich dachte, das war trocken. Da kann man dann sowas schön machen, ne? Pass auf, für wer so einen schönen Boden hat, ja, macht man dann sowas, so, und dann kann man wunderbar. Ein bisschen wischen, ne? Das ist nicht so gut. Ja. Okay, jetzt Chiara, du. Jetzt du. Ja, aber bei mir sieht es auch nicht viel besser aus. Sieht aus wie ein Obstsalat? Ja, das ist schon wieder. Also das sind Bananen und Äpfel klein geschnitten mit Rosinen und Dattelpaste und Zimt. Okay, cool. Hier ist ein Salat mit Rosinen. Ja, genau. Das sind grüne Rosinen und gemischte Sprossen. Stangensellerie, Avocado und Gurke mit Sellerie, Dressing und Kartoffeln. Spannend. Weintrauben, Feigen. Sieht aus wie heimische Bio-Äpfel. Voll cool. Hier ist ein Salat, ein grüner Salat mit Paprika und Tomate, Frühlingszwiebel, Kresse, Petersilie und Sonnenblumenkerne. Danke. Mandarinen, Birnen, Äpfel, Bananen, Datteln gefüllt mit. Das ist so eine Art Spekulatius-Cashew-Paste. Sehr geil. Das ist das Dressing zu dem Salat. Das ist aus Sonnenblumenkernen, Limette und Mehl. Super. Hier ist Honig. Das sieht aus wie ein Sprossensalat. Richtig. Mungbohnen, Linsen, Sonnenblumen als Gespross mit einer leichten Marinade aus Limette, Sesamöl. Ja, und ganz wenig Ahornsirup. Cool. Geile Kakis. Hier ist der berühmte Krautsalat von Joachim. Joachim ist nicht ganz korrekt. Von dir und Joachim? Joachim hat ihn nur ausgeführt. Christian hat es hergetragen. Hier haben wir Datteln, Fruchtleder aus. Genau, aus dem Dresdner von frisch gepresstem Apfelsaft. Ja, aber wer soll das wissen, was in dem Salat drin ist, ja, von Joachim? Du sagst einfach, was der Joachim, ja, das ist der Salat. Du weißt doch, was da drin ist. Ja, aber es gibt auch die Leute, die vielleicht wissen wollen, was drin ist. Sag doch mal, was da drin ist. Kreuzkümmel, viel Kreuzkümmel. Noch was, Joachim? Hauptbestandteil Kreuzkümmel. Also Weißkraut ist drin, Apfel, Zwiebel, Sonnenblumenkerne, Essig, Öl, Salz und, wie du gesagt hast, Kreuzkümmel und noch ein ganz kleiner Tipp normaler Käse. Das war's. Gut. Da kann ich jetzt schon die Frage stellen für viele Stellvertreter, ist der normale Kümmel wenigstens gemahlen oder nicht? Alles gemahlen. Gut. Weil viele haben ja dann Probleme. So, weiter geht's. So, hier haben wir einen Riesensalat. Ja, da ist Blumenkohl, Tomate, Gurke, Kaki, Apfel, Petersilie, Schnittlauch, habe ich noch, die Wurzel aus deinem Garten. Limette und Turbinambur. Limette, Turbinambur. Habe ich alles selbst geschnitten, meine Güte. Sehr cool. Dann haben wir hier Ananas. Genau, Ananas ist das. Okay. Erdbeeren, Mandarinen und eine Apfelsine. Buchweizen gesprost. Das sieht aus wie Blaubeeren. Selbst gepflückt? Gekaufte Blaubeeren.
Hier haben wir einen Pudding. Ja, Grießbrei, genau. Okay. Mit Bananen, Erdmandeln, Mandelmus und Bagoshi-Beeren drin und weihnachtlichen Gewürzen. Sehr geil. Dann hier ein Riesensalat von? Ja, der ist mit Blumenkohl, Romanesco, Tomaten, bisschen Zucchini, dann Sprossen aus Beluga-Linsen und den Tellerlinsen. Dann ist da noch ein bisschen Olivenöl dran, Salz und Kardamom und ein bisschen Porree. Genau, und dann noch eingeweichte Sonnenblumenkerne und Haare. Wow, sehr cool. Dann haben wir hier noch ein paar Sprossen. Sind das nicht cool? Alfalfa-Sprossen. Sehr schön. Eine Torte. Ach so, das ist ein Haselnuss, Walnuss. Ding, Mango. Mango und Erdbeerkuchen. Mit Datteln. Und Fruchtsaftschorle. Okay. Genau. Weizengras. Ein Obstsalat. Wer hat uns das Weizengras gebracht? Sven Rohr. Weißt du, wo ist? Hier? Sojasauce zu dem Sushi. Sojasauce zum Sushi. Was ist in dem Sushi drin? Blumenkohl, Sonnenblumenkerne und ich habe mir gedacht, Wasabi mache ich nicht, sondern es ist gerade Meerrettichzeit, also habe ich gleich Meerrettich mit dran gemacht. Cool. Aber Wasabi ist da quasi Meerrettich. Ja, ja, genau. Aber eben frischer Meerrettich halt. Und dann noch aus, und gefüllt ist das mit Gurke und Spinat. Lecker. Und das als Salat dann noch mit angerichtet. Sehr schön. Dann haben wir hier Energy Balls. Genau, das ist aus Datteln und Nüssen und dann halt gewälzt in Sesam oder Kokosraspeln. Sehr lecker. Von wem ist das? Das sind rohe, nachgemachte Oreo-Kekse. Cool. Haferflocken, Cashew, Kokos, Kakao, Vanille und das war's. Okay, nochmal Fruchtleder. Nein. Oh, das sind Apfel-Zimt-Krebs. Richtig geil. Lebkuchen. Lebkuchen, da sind Mandeln drin, Sonnenblumenkerne und Datteln. Und rohe Dominosteine, da sind auch Mandeln drin. Kirschen, Cashews, Datteln. Und was ist die Basis? Die Nüsse, ne? Mandeln. Okay, was haben wir hier? Das sind selbstgemachte Lebkuchen nach Silkes Rezept, aber die schmecken nicht so gut wie Silkes. Da fehlt die Liebe, hat sie gesagt. Okay. Hier haben wir einen Buchweizensalat. Genau, Buchweizen gekeimt mit Emmer und Nacktaucher, ein bisschen Sauerkraut, Grünkohl, Petersilie, Paprika. Ja. Cool. Was ist hier drin? Das ist Silkesalat, Chinakohl, Rosinen fein, Datteln, Orangensaft, Clementinen. Ja, ich glaube, da sind Hanfsamen. Okay, und das ist auch von Silke? Das sind Linsenköfte. Ihr wisst so ein bisschen, also Möhre, Champignons, gekeimte Linsen. Und ihre Soße dazu? Ja, genau, und ihre Knoblauch, mit Knoblauch ist das. Mit Mandeln, Mandelmus und Zitronensaft. Kokosflocken, Paranüsse, was ist das? Das ist Brokkolisalat mit Mandelmus, Pfeffer, Salz, Zitrone, ein bisschen Olivenöl. Okay. Daneben sind getrocknete Apfelringe aus Streuobstwiesenregion. Wem gehört der? Ja, das ist, sind frische Spinatenblätter mit Kürbiskernen, getrockneten Physalis, Haselnüssen, ein bisschen Öl, Limettensäure. Haben wir jede Menge Zitrusfrüchte? Hier ist ein Möhrensalat. Ja, das ist ein feurig, nussiger Apfel-Möhrensalat mit Äpfeln aus dem Garten. Das sind die hier, Landsberger Renette und Bolero-Möhren aus dem Garten. Ansonsten noch mit Kokosflocken, Cashews und Walnüssen vom Nachbarn. Wo, Raffaello? Ja, Raffaello, da ist Kokosmus. In der Mitte ist ein Mandelkern. Geil. Und hier sind nochmal Mandel-Orange-Trüffel. Cool. Kakis, Äpfel, das ist nicht roh vegan, aber es ist vegan. Ja, das habe ich gemacht. Das sind gekeimte Linsen. Ja. Sanddornsaft, cool. Frisch gepresst heute Morgen. Und das ist eingelegter Kürbis mit Paprika. Und was ist das? Das ist nicht von mir. Weiß ich nicht. Die Kugeln?
Datteln, Schokolade, Cashews und viel Liebe. Viel Liebe. Da kannst du ein bisschen Liebe auf meine Lebkuchen tun, dann passt das wahrscheinlich. Gut, alles klar. So, we are on the Rohkost Potluck in Leipzig, and today I have to try in English because my guest here is from Sweden and he speaks English or he speaks German now. Ich spreche kleine Deutsch. Wow! Yeah. So maybe we have to switch if I lost words. Yeah. Albin, how it's your name, it's spoken? Yeah, Albin. Albin is from Sweden, mm-hmm. And he has a very, very nice project. And he walks from Sweden to? Syria. Syrien, it's a long journey. Yes. And why you do that? I am... You lost your mind. Yeah, I lost my mind and I found my heart. That's how it was. I was just last summer feeling so much about this war, and I just had this very simple idea. Okay, I will walk from Sweden to Syria. And I had no idea what I would do when I come to Syria. People would say like, oh, you're crazy, it's war. But it's war. Now, after I walked half a year, I realized I know now what I will do. I will plant trees in the refugee camps. Because... this is something. You have seeds or? Yeah, I will get lots of seeds when I come to Turkey. So okay. I wouldn't carry them all the way. But I'm actually planting seeds already here in Germany. Yes? Yeah. In Leipzig too? Yeah. Inside. Oh, okay. It's homes now in the wintertime. Yeah. And you meet, I suppose you meet very much people who. Yes, so many. It must be wonderful to learn so much. Yeah. Yeah. And you. From Sweden to Leipzig, how many kilometers? Here I walked 2,000 kilometers, the half a year now, to get to Leipzig. It's so cool. Yeah. I like it. I think about to walk in Germany for a while. The main reason for me is meeting people. Yeah. Different kind of people and just talk, just sleep overnight. By people you don't know, what happens in the brains if people read about you? People somehow realize that actually it doesn't have to be a war. It's so simple. We don't have to make a war. It's humans who create this war, firing guns, dropping bombs, and we don't have to. There's nobody actually saying we have to do it. We can always choose not to fire this gun, not to drop this bomb, not to do so many other things that lead to the war. This is what people remember. It's so simple, but it seems to be so hard. Yes, most of them yes, indeed. What do you do? You just walk and just talk Yeah, I walk in silence. Hmm? Which helps my own inner peace. And I now here in Germany I always ask for food and ask for shelter. So I meet so many different people when I come to people's homes. I knock doors sometimes. Mm. Sometimes people recommend me you can go there and there. Huh? Sometimes they come to just knock on the door or ask before on the internet? No, sometimes I just go and knock on the door. In Germany, yeah. And what happens? Yeah, well, it's all a mixture, actually. Sometimes people open and be like very scared, oh, there's a stranger here. And some people open with a big smile, like, oh, wow, you're coming to our home. Like, of course, welcome in. Wow. Some people, I think older people, if you open their door, say, we don't buy anything. Oh, yeah, sometimes, yeah. And then I say, ich bin eine Pilger. Nothing to sell. You take photos or make videos or such? Yeah, I make some brief 10-second videos and I'll make some, combine it somehow and take a lot of photos. And I write a blog also. Yeah. Cool, blog. I linked in the info box is the blog of him. Yeah. I don't have read about it. I read about you, but I don't was on your blog. But I'm sure it sounds so amazing. Yeah, you will so be on wonderful. My blog after today. Yeah. Yeah, and today you're at the Rohkost Potluck in Leipzig. Yeah. It's, how do you think about it? It's amazing. It's nice. Yeah, it's so beautiful. I'm always happy to meet people who are gathering for really good causes. And I mean, eating vegan, organic food, which I see is mainly the food served here. Wow, this is what I call peace food. Yeah, definitely. The main reason I like this, the people are very friendly. Here are meat eaters, but they are interested in vegan food, in vegan raw food, are kind, are friendly, and it's a wonderful atmosphere, peace.
peacefully. Yes. Peacefully. Indeed, and I see the children playing around here. Yeah. Later we play music. We go dancing, and I hope that's a wonderful day. Like every time we have the Rockers potluck, and I'm glad that you be here with us. Yes. And let's have a good so time. So happy to be here. Thank you so much. Okay, verabschieden wir uns. I switch to German, I'm not so good in English. We say bye to the viewers and bye bye. So, wir sind hier auf dem Rohkost-Potluck und einer derjenigen, der das erste Mal da ist, das ist der Pascal. Vielleicht kennt ihr den Pascal schon mal. Er hat auch mal im Live-Talk bei mir angerufen, den Kanal verlinke ich euch unten. Und ja, und er ist halt das erste Mal im Rohkost-Potluck, ist selber kein 100% Veganer. Ist das richtig, ne? Die letzten paar Monate war ich es aber. Doch, ja. In Nutella ist wohl nicht mehr aktuell. Nur noch vegane Nutella nachmachen. Oi, also, hat auch den Schritt sozusagen gegangen Richtung vegane Ernährung und heute ist erstmal vom Rohkost-Potluck. Und du hast einige Sachen probiert und sag doch mal, wieso das Essen für dich jetzt gewesen ist, dieses rohvegane Essen. Weil du bist ja eher ein Mensch, der durchaus noch der gekochten Nahrung Freund. 50-50. Und so diese zubereiteten Köstlichkeiten, weil was ich sicher von dir weiß, ist, du bereitest nicht sehr gern komplizierte Gerichte zu. Nee, Essen. Und da war doch hier einiges dabei. Essen muss eine Sekunde, darf das nur dauern, bis das fertig ist. Und alles drüber ist zu viel Aufwand. Okay. Und da war ich froh, dass ich heute mal diese komplexen vielen Dinge gesehen habe. Ja. Und ich habe mich ja gefragt, ob alles roh ist, was heute hier ist. Ich bin mir nicht ganz sicher gewesen, weil manches sah so nicht roh aus. Also was nicht roh war, waren die Baguette-Stangen, die irgendjemand mit hingeknallt hat. Genau die habe ich unter anderem vermutet, dass diese Baguette-Stangen das war nicht roh. Da hat sich irgendjemand vertan in der Veranstaltung. Der wollte zum veganen Brunch oder so. Ich habe keine Ahnung. Und die Sachen, was hast du denn also ausprobiert? Das war so komische Dinge. Das hatte ich zuerst für Buletten gehalten, aber ich glaube, es waren Lebkuchen. War das meine? Ich glaube ja. Zumindest hat jemand gesagt, dass du derjenige warst. Die waren ganz lecker. Das die waren lecker? Cool. Ich bin froh, dass sie los haben. Die lagen 3 Wochen bei mir rum. Lecker. Du bist das pure Böse. Was heißt böse? Rohkost kannst du ja lange aufbewahren. Also ja nichts. Hab ja keine Haltbarkeitsdatum. Oh, das stimmt. Gemüse hält aber auch ewig. Wenn man das in der richtigen Feuchtigkeit macht, dann hält das ewig. Und die Lebkuchen haben gut geschmeckt. Und dann hast du vom Weizengras probiert. Der Sven Rohag, der hatte ja Weizen. Richtig einfach nur Weizengras. Und da hast du reingebissen. Wie würdest du das beschreiben? Das also erstmal hat mein Kumpel mir erzählt, das wäre Schnittlauch. Scheiße, dumm gelaufen, würde ich sagen. Zellulose en masse plötzlich im Mund. Ja, und dann habe ich festgestellt, das sieht doch aus wie Gras. Und dann habe ich gekaut. Und das kriegt man nicht hinter. Ich wusste nicht, ob ich es hinterschlucken sollte. Und hast du es hintergeschluckt? Ja. Oh. Es gibt viele Leute, die haben es nicht hintergeschluckt. Ja. Aber ich dachte mir, so schlimm ist das auch nicht. Cool. Und also und vom Geschmack her, so Weizengras? Ist es ein neues Leibgericht, oder? Er schmeckt wie Gras. Und ist das mal ein neues Leibgericht? Oder? Nee. Wie soll ich das erklären? Wie macht das Maler immer? Genau, als Pulver mit Wasser. Da könnte man das vielleicht eventuell. Okay. Aber nicht zum Essen, nicht zum Kauen. Nee, ja. Weizengras. Oder im Smoothie, kann ich dir selber sagen. Frisches Weizengras kannst du in Smoothie reinmachen. Das wird durch einen Hochleistungsmixer komplett, du schmeckst gar nichts mehr. Einfach im Smoothie mit drin. Und der Geschmack ist nicht das Schlimmste. Das ist die Konsistenz von Gras. Ja, und die wird ja auch zerstört. Die Zellulose wird ja auch im Mixer, im Hochleistungsmixer zerstört. Ich würde so wenn gerne mal meinen Mixer zeichnen. Deswegen zeige ich euch mal 2 Hochleistungsmixer oben in den Infokarten. Einer mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, der Ultratec für 150 Euro, bekommt ihr wirklich einen, mit dem ihr echt wirklich eigentlich alles groß machen könnt. Und dann gibt es den meiner Meinung nach einfach komplett besten Mixer, das ist der von Harexco, der ist allerdings auch teuer, der kostet ungefähr so wie der Wiedermix, ist aber meiner Meinung nach, mein Test, verlinke ich euch auch besser. Aber wenn ihr sowas wie Gras, Weizengras wirklich richtig klein kriegen wollt, braucht ihr einen Hochleistungsmixer. Und da wird es mit so einer Siemens-Maschine für 50, 60 Euro nichts. Und das ist wahrscheinlich das, was du hast. Wie viel? 50, 60 Euro. Wenn es hochkommt. Ding war noch vergünstigt mit Coupon. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war. Verdammt, 30 Euro. Oder aber so. Zumindest tut es halt ein bisschen das Gemüse und Obst vermengen zusammen. Es zerwummert Datteln so in grob körnige Stücke. Ja, das muss man mal erlebt haben. Also, Dattelmus ist schon nicht mehr möglich, aber man kann Dattel
Okay. Stattelstücken Kakao. Ja. Nee, ich will noch was zu diesen Dings sagen, zu diesem Ferrero. Du hast gesagt, koste mal das Weiße, das schmeckt wunderbar. Raffaello, rohvegan Raffaello. Raffaello. Raffaello, rohvegan Raffaello musste ich essen, die waren weiß. Mhm. Und als ich es gegessen habe, habe ich gemerkt, das schmeckt nicht, weil ich esse auch keinen normalen Raffaello. Ach, die haben echt geil geschmeckt. Also, nee, das war für mich von der Süßspeise diesmal das Beste. Nee. Dann lieber, doch, für mich! Dann lieber deine Lebkuchenpoletten, wo man nicht unterscheiden kann. Die waren aber nicht wirklich süß, die waren eher so fruchtig so ein bisschen. Oh, die waren leicht so lebkuchenartig mäßig. Ja. Ich kann das nicht beschreiben. Was ist das, was so Lebkuchen nach Lebkuchen schmeckt? Kardamom zum Beispiel, Nelken, Ingwer, Zimt. Zimt, ja. So Zimt. Die Richtung, waren viele Gewürze dran. Und ist das dasselbe Zeug, woraus man rohveganes Fleisch macht? Weil das hatte dieselbe Konsistenz. Nee, die Konsistenz ist ja, kannst du auf verschiedene Weise generieren. Okay. Ja. In dem rohveganen Lebkuchen waren ja bei mir zum Beispiel jetzt gekeimte Roggen drin. Genau. Und ja, gekeimte Roggen war drin, Mandelpaste war drin. Ja. Ach so, was muss man auch schon mal kommen. Ja. Und ansonsten habe ich den ganzen Tag nur Sprossen gegessen, weil ich hatte keinen Teller mit und keine. Aber dann zum Glück, dann, wo die ersten Schalen leer waren, dann bedienen können. Also immer so ein Tipp für die zum Rohkost-Potluck das erste Mal kommen. Leute, bringt euer Besteck mit hier. Und gibt Teller. Es sowas nicht? Ja, das ist Teller und Besteck, das braucht man hier. Ja. Das hat er mir nicht gesagt. Ich dachte, so ein bisschen Menschenverstand, Pascal, hätte man so erwarten können. Aber das Schöne ist, er war jedenfalls pünktlich. Also fürs Rohkost-Potluck, Leute, es geht um 11 los. Und es ist ja schön, wenn ihr um 11 da sein würdet. Das wollte ich einfach mal so sagen, weil viele sehen dann so um 11 so als Richtzeit. Nein, Punkt 11, wir sind in Deutschland. 9.50 Uhr stand ich schon vor der Tür. Es war der erste. Ja, Pascal, also, und so, von der Stimmung her, so weiter, bereust es oder sagst du, war aber nett oder sehen wir dich häufiger oder wie würdest du sagen jetzt? Die Stimmung ist mega. Die Stimmung ist dir egal? Nee, die ist mega. Achso, die ist mega. Man kann sich alleine hinhocken und die Umgebung genießen oder man kann sich jederzeit zu Leuten dazusetzen und drauf losquatschen. Das funktioniert immer. Ablehnung gibt es hier überhaupt nicht. Mhm. Ja, und auch verbale oder per Blickkontakt irgendwelche Formen von Ablehnung gibt es ja auch nicht. Also hier sind alle sehr, sehr herzlich und man kann auch, man kann schlecht stundenlang mit Leuten unterhalten oder es auch lassen. Ja, das ist ein schön. Intellektuelles Statement. Naja, also wie gesagt, also Rohkost-Potluck einmal im Monat und je nachdem, wie weit es habt, ihr könnt da mal schauen, wegen Mitfahrgelegenheiten, sowas könnt ihr in der Facebook-Gruppe posten dann. Heute weiß ich auch schon, bei 3 Leuten hat sich was ergeben. Wie sieht es bei dir aus auf der Rückfahrt? Nimmst du jemand mit oder? Nee. Weil es der eine, mit dem du vor uns gesprochen hast, der sucht, glaube ich, noch eine Mitfahrgelegenheit Richtung Sachsen-Anhalt irgendwo. Weiß ja nicht, ob das auf deinem Weg liegt. Könnt ihr schon mal kurz schließen? Kann er vielleicht, dass es 5 Euro gibt oder so? Da brauche ich seinen Namen und muss wissen, wann er los will. Das war der blonde Große. Ganz am Anfang, wo wir mal unterhalten haben, der auch aus, wo wir zu dritt da standen. Ja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall generell bei Rohkost-Potluck halt immer, schauen, ob da was geht, auch wenn du von weiter weg kommst. Es macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man dann zu zweit oder zu dritt anreist. Und ja. Gut, Pascal, dann werfen wir mal uns wieder unters Volk, würde ich sagen, und essen weiter. Ist noch was da? Ich habe nicht geguckt. Okay, weil ich habe jetzt ein paar Interviews gemacht. Ich hoffe, dass noch was da ist. Und ja, dann genießen wir die Zeit, oder? Ich versuch's. Alles klar, na dann, tschüssi. Ciao. So, es ist jetzt schon relativ spät. Hier ist der Marcel und ja, wir werden jetzt noch ein bisschen singen, ein bisschen ruhiger diskutieren, da ist groß weg und ja, wir haben ja hinten dann auch so einen kleinen Sitzkreis gemacht, wir haben jetzt gerade noch ein bisschen gesungen, ich habe jetzt wenig aufnehmen können, tut mir ein bisschen leid, aber wir waren jetzt so im Singen, es hat viel Spaß gemacht mit dem Albin und ja, das war die Silke, die Liebe und und jetzt werden wir uns auch ruhig hinsetzen. Und dann irgendwann dann feiern gehen. Ja, jetzt ist wieder Abend. Wir haben sehr wenig habe ich aufgenommen und ich habe viele Interviews gemacht, aber kaum so Flair reingekriegt. Ich habe ein bisschen darauf spekuliert, dass die Silke mir Videomaterial dann zur Verfügung stellt. Aber Silke hat das dann auch kaum was aufgenommen, oder? Nee, ich weiß gar nicht. Ich kann ja erstmal gar nicht so laut reden. Ja. Ich bin nämlich heute heißer. Genau. Also, ich kann es probieren. Ich habe auch noch so ein bisschen gefilmt. Ja. Silke gesagt, sie hat noch ein bisschen gefilmt. Und ich habe gar nicht gefilmt. Also wird das heute das kürzeste Rohkost-Potluck, aber das Essen habe ich gefilmt.
Ja, das hast du gefilmt. Ich habe mal immer so ein bisschen reingefilmt und Marielle hat ganz viele Fotos gemacht, ich auf alle Fälle. Und normalerweise, wenn ich singe und wenn wir singen, ist immer das, dass du gefilmt hast. Und da hast du nicht gefilmt. Weißt du, ich hatte heute ein ganz wichtiges Gespräch. Ich habe mit Sven Rohrhack gesprochen. Ja. Und dessen Bücher ich ja schon gelesen habe. Das war sehr interessanter Austausch. Okay. Ich hatte immer schon im Hinterkopf, eigentlich will ich filmen, aber es hat mich nicht weggelassen. Und ich hatte auch mit Sven geredet. Die Problematik, dass er ja Fleisch isst, das habt ihr das thematisiert inwieweit? Nicht, gar nicht. Also wir haben das mal so angesprochen, auch weil mein jüngster Sohn ja zum Beispiel gerne mal rohes Eikel isst. Da hatten wir das mal so kurz thematisiert. Mhm. Nee, er nicht. Also das war überhaupt jetzt nicht. Danke. Ich habe ihm auch erzählt, dass ich vegan lebe, aber es war überhaupt kein Ding. Das ist schön. Ich habe das auch thematisiert und es war angenehm entspannt, sage ich mal, die Thematik. Also von daher, auch mit Sven, wir haben echt gut geredet und ein angenehmer Mensch. Und auch wieder einer, sag ich mal, der etwas bekannteren Rohkostgestalten mal hier und mit uns da ins Gespräch gekommen. Ja, war ansonsten das Flair heute, es war irgendwie sehr, sehr einzigartig, muss ich sagen. Ich habe ja irgendwann das verlassen hier, weil ich dann sehr, sehr viele Interviews in dem Raum gemacht habe. Und ja, und normalerweise komme ich eigentlich dann nach den Interviews und heute hat sich das relativ zügig geleert. Es bleibt immer noch ein harter Kern da. Das sind jetzt vielleicht noch 20 Leute, die noch da sind. Aber es waren insgesamt, also der Joachim hat mal zwischengezählt, 67 Leute. Und das hat relativ schnell heute sich das geleert. Kurios. Aber ich war nicht da. Vielleicht bin ich der Zuschauermagnet und deswegen bleiben die Leute da. Und du warst ja auch nicht da. Ich war immer auf vegan. Der vegane Weihnachtsmarkt, der war heute wahrscheinlich das, warum die Leute hin und zurück gegangen sind und wahrscheinlich ist so. Ja, war auf jeden Fall das sehr eigen. Ja. Ansonsten beim Essen? Kann ich nicht sagen. Ich habe heute nicht gegessen. Ich habe zwei Orangen habe ich gegessen. Zwei Orangen. Und welche Orange war die beste, die rechte oder die linke? Waren alle gut. Ja, nee, es hat mich heute auch nicht mitgerissen. Ja. Ich habe halt meinen grünen Saft mitgebracht, so anderthalb Liter und dann jetzt auch. Also, dass du gekommen bist, trotz Krankheit, ist schön. Ja, naja, ich bin ja nur ein bisschen heiser. Also, es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie flach liege oder so. Okay. Aber heiser. Ja. Und wenn man so mit so vielen Leuten. Mhm. Aber ich habe mich heute trotzdem. Vielleicht kann es sein, dass ich morgen gar nicht mehr reden kann. Mhm. Aber es hat sich dann gelohnt, für das Rohkostpotluck nochmal die letzten Worte rauszuquetschen. Genau. Ja, wir können schon sagen, das nächste Rohkostpotluck ist am 21. Das ist im Januar. Wir wissen aber noch nicht, wo es ist. Falls jemand einen großen Raum zur Verfügung stellen kann, dann sagt bitte Bescheid. Wir wissen nicht, ob das jetzt hier nochmal klappt oder im Honolulu oder wo auch immer. Das ist immer noch offen. Das erfahrt ihr auf Silkes Seite, auf Facebook oder Silkes Kanal, auf meinem Facebook und meinem Kanal. Oder wir machen nochmal ein Video. Genau, und dann tun wir das nochmal annoncieren. Ja, aber beim Essen muss ich sagen, waren heute von Marlon Raw Future, da hat der Andreas die Buletten nachgemacht. Das waren richtig geile Buletten. Also, Also, wirklich, die waren. Ich habe die gegessen und habe dann wirklich so gesagt, weil manchmal bringt ja doch jemand irgendwie. Heute hat ja auch jemand Brot hingelegt zum Rohkostpotluck, zwei Stangen Brot. Und da dachte ich nicht, dass jemand da ein paar echte Klopse hingelegt hat. Also das hat echt richtig geil geschmeckt. Und das Rezept, das bei Marlon von Raw Future auf dem Kanal findet ihr das. Weiß nicht, was es ist, Fleischbuletten, irgendwas. Also bei seinen Rezepten macht er sowieso nichts falsch. Da könnt ihr alles mal ausprobieren. Genau. Und ja, und das war mit Abstand heute wirklich richtig geil. Die haben sogar deine Linsenköfte geschlagen. Echt? Die haben deine Linsenköfte geschlagen. Und das muss erstmal jemand hinkriegen. Und vom Süßen gab es heute so ein Raffaello. Und viele nennen ihr Ding ja Raffaello. Aber das war wirklich Raffaello. Das hat wirklich so geschmeckt, wie es auch, wie ich es kannte. So. Okay. Also man sieht da, Rohkost ist wieder unbegrenzt. Ja. Du kannst ja nichts sagen. Ich spare mir meine Stimme. Ja, na gut, dann würde ich sagen, lassen wir es für heute geschehen. Ist ein sehr, sehr kurzes Rohkost-Potluck-Video, das ist mir bewusst. Bei dir wird das wahrscheinlich nicht anders sein. Aber du hast doch wenigstens noch Interviews gemacht. Ein paar Interviews habe ich gemacht, die werde ich wahrscheinlich einzeln machen und nicht im Dings machen, im Rohkost-Potluck-Video. Echt jetzt? Ja, weil die so lang sind. Ich wurde gerügt, dass meine Rohkost-Potluck-Videos so lang sind. Okay. Ja. Aber muss ich sehen, schauen wir mal. Vielleicht das eine oder andere. Mal gucken. Okay. Alles klar, dann bis zum 21. wer Lust hat und wenigstens Essen habt ihr gesehen und ein paar Eindrücke. Tschüssi. So, diesmal sind wir nicht in den Disco gegangen zur Party, sondern wir gehen da hinten in den Wald rein. Ein Freund von mir hat mich angeschrieben, dass die irgendwo ein Feuer im Wald gemacht haben und dass dort auch so eine Art DJ sein soll. Ich weiß nicht, wie zurechnungsfähig da ist, aber wir sind jetzt 10 Leute und es kommen noch 5 vom Rohkostpotluck, 15 Leute. Wir gehen jetzt in den Wald rein und da ist irgendwo eine Party. Da sind eine Privatparty, sind 8 Leute, die haben gesagt, die hätten Bock, wenn noch jemand sich anschließen würde. Die haben Holz für die ganze Nacht und ich bin extrem gespannt, was da ist. Mein Handy-Akku ist leider alle und im Dunkeln wäre wahrscheinlich sowieso nichts machen kann. Jetzt habe ich ja noch eine Haltestelle gesehen, wo ich ein bisschen Licht habe. Also jetzt Party im Wald. Es ist so geil.